Hallo, es geht weiter mit Masano Rise. Wir machen die vierte Arena-Quest. Zusammen mit dem Hunti, der aber nicht mitredet. Und schauen mal, wie wir uns anstellen. Mit dem Jagdhorn. Bonk! Oh, leider nicht ganz getroffen. Ich habe davor schon einmal versucht und habe gemerkt, man hat hier den anderen Songspiel-Move, sage ich mal. Den da. Boop, boop. Der nicht ganz so geil ist. Aber hey. Ich hoffe, das geht trotzdem in Ordnung. Zack, 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 zack. Zack. Wir müssen uns nur ein Opening suchen und den coolen Move machen. Genau sowas zum Beispiel. Und all dich. Immerhin erwischt. Da 200 Schaden. Das ist halt richtig geil. Da muss man mit dem Jagdhorn drauf achten, dass man den Move trifft. Und dann ist es alles um einiges angenehmer. Und dann haben wir jetzt auch noch, ja, den Buff hier von dem Hunti, der ist sicherlich auch nützlich. Wunderbar. Und zack, 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 zack. Wäre halt richtig geil, wenn ich es hinbekomme, den Kollegen müde zu machen mit dem Jagdhorn. Aber das stelle ich mir nicht sehr einfach vor. Oh, was war das? Außerdem haben wir Gesundheitsregeneration, was meiner Meinung nach der nützlichste Skill hier drin ist. Mit dem Jagdhorn. In der Quest hier. Okay. Denn wenn man hier mal erwischt wird, dann muss man es nicht anhalten, um sich zu heilen. Dann kann man diese Gesundheitsregeneration arbeiten lassen. Und dann haben wir noch den Move hier, der könnte vielleicht auch ganz nützlich sein. So, mal schauen. Oh, Vorsicht. Und zack. Boom. Oh, voll geil. Und jetzt wird er geritten. Ich weiß nicht, schau mal, wie viel Schaden der macht. Ich werde nicht auf B drücken. Okay, 53 Schaden wird sich eh nicht lohnen. Komm schon. Oh, noch getroffen, wunderbar. Stirb! Okay, das war jetzt vielleicht etwas zu hoffnungsvoll. Ich habe so das Gefühl, dass er gleich tot ist. Wir haben nicht super viel Zeit. 4 Minuten hat man für S-Rang. Und er ist leider etwas laggy, was gar nicht so cool ist. Ach, jetzt hüpft doch nicht weg. Jetzt hüpft doch nicht weg. Genau, ein Bodycheck. Und zack, 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 zack. Ho. Schade, daneben. Ich will nicht sterben, ich bin so nah dran. Ich mach ganz kurz einen hier, solange ich eh nicht in seiner Nähe bin. Jetzt geht's um die Zeit. Der Angriff ist ein bisschen nervig. Nicht optimal. Komm schon, nein! Jetzt aber. Ach du. Okay, okay, okay. Ich habe absolut kein Zeitgefühl gerade. Aber das ist halt echt nicht geil ist. Und wir haben es. Schauen wir mal, schauen wir mal. 3 Minuten 45. Easy. S-Rang. Da habt ihr es gesehen. Dicke Hand. Pass auf, ich zeige mir meine dicke Hände. Und boom. So macht man das. Als nächstes kommt dann vermutlich der Reihen. Und danach dann die ganz neue Quest. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Discord ist in der Beschreibung. Abonnieren, liken und so. Ihr seht ja den S-Rang. Ich werde jetzt die Folge beenden und sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.